Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Update-Video. Ich bin ein bisschen aufgekratzt, denn ich hatte heute meine letzte Prüfung und sie ist wirklich gut gelaufen, obwohl ich erst schlechte Gefühle hatte. Ja, und siehe da, Prüfung ist rum, die gute Zeit kann beginnen. CSGO-Update. Mit dem neuen Update sagen wir Sub-Zero und Austria wieder goodbye, sie verschwinden. Aber dafür kommen zwei neue Maps, beziehungsweise, also Zoo kommt wieder, Zoo kennen wir ja schon, ne? Zoo haben wir alle schon gespielt. Und noch Mediterranean Village. Ach, jetzt wo ich das sehe, geh mal weg, Zoo, ich will das Village sehen, verdammte Scheiße. Kann ich da durchklicken? Achso, ich kann mir das Bild angucken. Wahnsinn, da ist Stroh drauf. Naja, auf jeden Fall ist die andere Map, glaube ich, auch bekannt. Die war schon mal da, die kommt mir bekannt vor, hier dieses Village. Nur zeigen sie es halt ausschließlich Zoo. Kann ich bitte mal die andere Map sehen? Ich werde gleich komplett furios, Monsieur, hallo? Dass man hier nicht... Man kann durchklicken. Ja, doch, die kommt mir voll bekannt vor. Die haben wir doch... Ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Das ist auf jeden Fall auch mit am Start. So, diese beiden Maps, egal ob jetzt neu, alt oder hingeschissen, sind erstmal nur in Diffusal Group mit am Start, beim Casual und im Deathmatch, aber werden auch in den kommenden Wochen dann zum Competitive Matchmaking hinzugefügt. Also das heißt, fett trainieren, meine Damen und Herren, in den Streams ausschließlich Zoo, ausschließlich mediterranes Dorf. Ja? Und vergesst bitte den Livestream nicht. Heute ab 22 Uhr ist wieder Livestream. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Also heute, 22 Uhr. Link ist in der Beschreibung und ganz oben in den Kommentaren angepinnt. Kommt dazu, es gibt wieder Giveaways für euch, für jeden, man muss kein Abonnent sein. Und es gibt natürlich auch wieder Viewer Games. Also ran mit euch. Und dann gibt es noch eine High Altitude Wingman. Und zwar haben sie eine umgewurschtelte Version von Vertigo in Swingman gepackt. Das ist natürlich richtig geil. Also Vertigo ist gerade für die ganzen, ja, ich sag mal, Alteingesessenen ein Thema. Ich weiß nicht, wie es die jüngere Counter-Strike-Community so spielt oder kennt oder gespielt hat, wie auch immer. Was wir jetzt machen, fragt ihr euch. Einmal gucken wir uns den Showdown mal an. Ich hole noch kurz, ob irgendwas wichtig ist. A Local News Helikopter, das ist aber nervig. Ich hoffe, da fliegt nicht wirklich einer rum. So. Hört ihr den Helikopter? Nee, oder geh weg. Nee. Nee, hör auf. Gut, es stört jetzt nicht. Er ist nicht so nah wie bei der anderen Map. Der fliegt. Geh bloß fort, Alter. Ja, wie er sich verpisst. Sehr gut. Also, man kann hier runterfallen. Passt mal auf, Alter. Achtung. Hat nicht gezählt. Und natürlich gibt es auch hier wieder im Video ein kleines Giveaway für euch. Wenn man da mitmachen möchte, dann beteiligt man sich am besten einfach an folgender Frage. Wie findet ihr das neue Update? Also, wie gefallen euch jetzt diese Maps? So, dann beginnen wir mal die Geschichte. Hier ist der Spawn. Zur A geht es nicht. Es ist ja eine kleine Variante oder kleinere Variante eben für Wingman. Ich bin jetzt auf der Wingman-Map. Vertigo B Short oder wie sie das hier nennen. Boah, Alter. Komm, das muss ich mir gönnen. There is no fun. Hat nicht gezählt. Oh, oh, Bliri! Also, wir können hier weiter schleichen. Hier kommen wir zu B. Ja, hier kann man schön pflanzen. Die CTs können hier komplett arrogant, wie sie sind, rüberjumpen. Haben wir eben gesehen. Muss man aufpassen. Matsch. Tschüss mit dir. Oh, da ist richtig Bewegung in der City. Schön, schön. Die Skyline ist auch echt krass, oder? Guck dir das mal an. Es wirkt wirklich gut. So, dann kann man von hier unten hoch. Das ist diese offene Treppe, von der sie geschrieben haben. Da geht's auf B hoch. Kann man sich hier irgendwie noch rumboosteln. Ich weiß nicht, was sie alles eingebaut haben. Und meine eigenen Erfahrungen auf Vertigo liegen Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück. Also von daher muss ich einiges erst ausprobieren. So, ich stehe hier oben drauf. Was habe ich jetzt davon? Nicht viel. Kann ich halt da hochgucken und abaimen, ne? Wir gehen erstmal wieder unter B. Ah, da ist zu, alles klar. Dann gehen wir hier hinten lang. Richtung T-Spawn. Ich gehe davon aus, dass der T-Spawn hier ist. Ich weiß nicht, ob sie ihn halt irgendwie verschoben haben, ob sie damit irgendwas gemacht haben. Hier wird auch zu sein. Ja. Ach, guck mal, jo. Was ich mich direkt frage, würde man die Spieler jetzt hier sehen? Ist das eine Live-Übertragung? Hoppala. Oh nein. Das ist dann so ein Fernseher, den dann wahrscheinlich niemand kaputt macht, weil du kannst hier als Tier stehen und gucken, ob jemand diffused. Genial. Also wahrscheinlich geht's nicht, aber falls doch, Alter. Falls doch, könnt ihr das direkt vormerken. Das ist der typische Bubbler-Spot. Das werden die Map-Ersteller auch wie bei den ganzen anderen Map-Punkten von großen Spielern auch hinzufügen. Manchmal sieht man diese AWP, weil jemand da ganz viele AWP-Kills gemacht hat und so weiter. Hier sieht man dann so einen fetten Kerl mit Chips vom Fernseher. Also ich denke, man spawnt da unten, vielleicht aber auch hier oben drauf. So, und dann kann man noch von oben auf B kommen. Schauen wir mal, wie. Man geht hier durch. Man schlawenzelt sich hier. Hier ist wahrscheinlich nochmal eine richtige Action-Zone. Ja? Hier wird gebollert, was das Zeug hält. Guck mal, man kann hier durch. Das ist dieser Jump-Spot dann direkt auf B. Man kann aber auch außen rum und hier von der Seite kommen. Ich will gucken, ab wann zu ist. Hier ist zu, okay. Hier ist man dann praktisch auch beim City-Spawn, wie sie beschrieben haben. Man kann auch über den City-Spawn gehen. Macht sicherlich richtig Bock, darauf freue ich mich schon. Guck mal, man kann sogar hier hinten lang. Alter, wie raffineriert. Guck mal, du stehst hier und ballerst einfach den Tees in den Nacken. Du gibst dir einen Nackenklatscher. Wir finden direkt ein paar krasse Spots. Guck mal, pass auf, folgende Situation. Warte, ich muss kurz gucken, ob das wirklich geht. Wird schon gehen. Peng, peng, peng. Oh nein, da sind ganz viele Terroristen. Oh nein, da sind ganz viele Terroristen.
So, dann haben wir hier diese mediterrane Karte. Ach, guck mal. Meine Herren, wie mediterran. Das hier ist der City Spawn, wunderschön ausgearbeitet. Guckt euch mal die facettenreichen Bäume an. Ach, krass. Ich gehe mal vom Spawn aus erstmal rechts. Wir gehen grundsätzlich immer erstmal rechts. Keine Gesinnungssache. Puhbar. Dann gehen wir hier mal in die Kirche. Ah, da kommt sie. Hallo, Sektor B. Wie sie macht. Jetzt hast du meinen Schwanz im Gesicht. Willst du mal Hallo sagen zu den Zuschauerlein? Ja, da musst du aber wieder herkommen, Fräulein. So, wie sieht's aus? Was machen wir jetzt? Beiß ich dir in den Nacken? Nee, mach ich nicht, gell? Oh, das genießt sie jetzt, die Aufmerksamkeit. Aber nein. Wir sind im Gotteshaus. Was? Alter, hier war ein Rave. Das war, Alter, was ist denn hier los? Die Kirche hat die Leichen halt, oberhalb im Keller. Dann geht's hier raus auf den B-Spot. Katze, ich kann mich nicht ganz richtig bewegen. Hör mal bitte kurz auf, danke. Was ist hier noch? Hier ist auch noch ein Durchgang. Wahnsinnig verwinkelt. Für einen alten Mann wie mich ist das schwierig. Dann geht es, wir gehen erstmal komplett rechts entlang, ja? In dieses Häuschen. Aber hier kommt man angeblich auch, ah ja, da kommt man dann zurück auf B. Wir gehen mal jetzt wieder links zurück auf B. Ja, das ist der T-Weg, wie man auf B kommt, zumindest mittig. Dann haben wir hier, hier ist irgendwas. Hier ist irgendein, da oben. Ah, ist das super. Oh, Licky. Ich würde da gerne hoch, aber wahrscheinlich kann man sich hier maximal hochboosten und kommt nicht alleine drauf. Oder warte kurz. Man nennt mich nicht umsonst den Movement-Profi. Okay. Naja, also, da kommen wir gleich hin zu dieser Sache. Das hier ist, ich sag mal, Belong. Ich weiß jetzt nicht, ob die Map neu ist oder nicht. Mir kommt sie jetzt doch nicht mehr so bekannt vor, wenn ich sie so genau sehe. Alter, haben die hier einen Fernseher? Kann man hier runter? Nee, kann man nicht. Das hier ist ein schöner Brückenabschnitt. Man kann hier raus, runter ins Wasser. Kann man auch unter die Brücke? Ja, kann man nicht. Man kann hier hoch. Kann man hier grundsätzlich hoch? Ja, kann man. Aha, raffiniert. Guck mal hier. Ach Gott, ist das nicht mediterran? Ein Beichtstuhl oder was ist das? Da ist nur eine Seite. Das ist merkwürdig, oder? Das ist doch eigentlich zweiseitig, so ein Ding. Ah, jetzt guck dir das mal an. Da möchte ich direkt Urlaub nehmen. Naja, was haben wir hier noch? Kann man da hin? Nein. Hier ist sicherlich der T-Spawn. Oh, wie sie mich anguckt, ist vollkommen pisst jetzt. Behalt mal den Gesichtsausdruck. Okay, jetzt guckt sie, wenn ich sie hochhebe, schaut sie nicht pisst. Sie hat die Augen dann, ja doch, jetzt so ein bisschen, guck mal. So, so hat sie mich angeguckt. So, oh! Naja, okay, also wir gehen jetzt mal direkt von City, von T-Spawn auf Mitte. Man kann also nur über rechts, das heißt, es bringt einem nicht großartig was, da mittig zu gehen, weil man eh rechts abbiegen muss. Oder vielleicht von hier einen brutal gewagten Sprung. Ach Gott, guck mal, ach Gott, mein Muluf jetzt. Warte mal, kann man hier am Rand laufen? Tja. Bei mir habt ihr es zuerst gesehen. Kann man, also hier kann man nicht durch. Ich nehme an, dass da hinten ist ein schwarzes Loch. Okay, also wir können jetzt hier bei T dann praktisch über rechts gehen, haben die Wahl hier direkt bei diesem wunderschönen blauen Ding. Oh, guck mal, das ist ja ein Pimmelspot, oder? Wir gehen erstmal jetzt kurz hier durch. Kann man da hinten auch dran? Nee, oder? Das wäre komplett krass. Hier kann man noch irgendwo rüber. Also hier ist der A-Spot, aber ich möchte noch ganz kurz den Weg hier hinten abdecken, den hier. Aha, diesen hier. Also das ist halt nochmal... Der Weg ganz über rechts, wenn man nicht durch dieses Häusel durchgeht, kann man hier lang. Hier ist eine Sackgasse, man muss dann links und dann ist man auf dem A-Spot. Den A-Spot können wir uns jetzt auch mal anschauen. Der sieht auch recht schnuckelig aus. Was haben wir denn hier? Da kommt man doch beim besten Willen nicht hoch. Wir gehen jetzt von A mal Richtung Mitte. Der City-Zugang wäre dann da, hier unten. Also von dieser Treppe würde man von City hochkommen, beziehungsweise auch von B. Hier ist nochmal so eine Katakombe. Von der Kirche oder so? Kann man da drauf? Nee. So, hier ist der Mittebereich. Wunderschön ausgebaut. Schöne Belichtung. Dinger. Hier, wie heißt es? Tücher. Naja, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, zu dem ich vorhin schon wollte. Und dann kann man eben jetzt von hier... Oh, was ist denn das schon wieder? Was ist denn das? Sind das Bilder, die nicht geladen werden? Fehlt mir hier irgendwas? Wahrscheinlich, weil ich rausgetappt bin, ja. Nee, aber das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ich wollte auf den B-Spot so voll raffiniert aus diesem Loch... Was mache ich hier eigentlich für ein Geschiss? Ich habe doch No-Clip, Alter, bin ich dir? Ah, okay, hier, das hier ist nichts, wo man durch kann. Faszinierend. Boom, letzte Map. Hier kommen wir zum Zoo. Den kennen, denke ich, die meisten noch aus der Operation damals. Und eben, ja, aus den Spielen, die sie hier drauf vielleicht gemacht haben. Ich nehme an, das ist der City Spawn da unten. Wir gehen mal hoch. Also, wir sind hier mitten im Aquarium. Ah, ich habe diesen Deathmatch-Modus an. Ja gut, davon lassen wir uns jetzt einfach nicht beirren. Wir gehen mal direkt zu B, ja. Man kann auch hier hoch, aber wir gehen erstmal direkt zu B. Bum, bum, bum. Ich weiß gar nicht, ob das der direkte Weg ist. Ich habe die Map damals kaum gespielt. Ich habe die für die Operation gespielt und das war's. Vielleicht sind wir auch bei T gestartet, also beim T-Spawn. Ich bin ja im Deathmatch, das heißt, ich werde hier nicht an den richtigen Spawns gesetzt. Wunderschön. Das ist doch der Nemo, oder? Ah, nee, Nemo ist sein Vater. Wenn ich halt nicht so blöd wäre zum... Man kann echt zu den Fischen rein, Alter. Hör auf zu erzählen. Alter, wie Porno ist denn das, ha? Huh? Da unten ist B. Hier ist der B-Spot. Hier wird gelegt. Gut, dieser Raum ist eine Sackgasse. Dann geht es hier drüben noch weiter. Kann man hier die Toiletten aufmachen? Nein.
Man merkt, ich weiß so gut wie gar nichts mehr von der Map, aber man sieht doch da irgendeinen Weg. Einen unterirdischen oder überirdischen? Ach, das ist überirdisch alles, okay. Ja, man kann halt hier oben lang, genau. Was ist denn das? Ein Giraffe! Oh, ist die eine Zies? Sag bloß, man kann da auch rein. Ah, jo, du kannst doch auch. Nice, das wird edel. Komm mal da. Wenn man hier oben weitergeht, kommt man dann auch rüber zu A, nehme ich an. Boah, sag bloß, man kann da drüber bestimmt hundertprozentig. Strafe Jump! Nee, kann man nicht. Wundert mich. Kann man nicht. Man kann scheinbar nicht drüber. Oder ich bin zu dem dafür. Dann geht's hier rüber zu diesem Bereich, in dem waren wir. Hier geht's runter zu B. Und eben nach hinten zum T-Spawn. Hier durch. Und vom T-Spawn kann man dann auch direkt hier rüber. Achso, ob T oder CT, weiß ich jetzt ja gar nicht genau. Bin hier im Deathmatch. Vorhin bin ich an irgendeinem Spawn gestartet, aber ich weiß nicht, ob es der richtige war. Hier ist das Tigergehege. Fall da bloß nicht rein. Der zwickt dich kaputt. Guck mal, wie der schon aussieht. Oh, die sind gerade eingesperrt. Aber du kannst sie rauslassen, dann werden die Leute komplett aufgefressen. Hier kann man sich dann schön verstecken. Hier oben ist auch der Plant. Hier ist der Plant-Spot. Auch nicht schlecht. Raffiniert gemacht. So richtig mit Terrain. Dann ja, geht es hier rüber. Wieder zum CT oder T-Spawn. Keine Ahnung, was das ist. Ich will jetzt aber nochmal durch die Mitte gehen. Gut, hier drüben geht es dann wieder Richtung B. Das ist, genau, da unten ist B. Und dann haben wir hier nochmal ein ganzes Abteil von Dönne Schnuckliche da. Da kann man auch rein. Cool, ja, kann man. Man muss ja nicht zwingend über den Zaun springen, sondern kann eben auch durch diesen Wärterzugang und kommt dann hier oben lang zu dem, ich dachte, da wären Küken. Zum, ja, zum Spawn wieder. Zu dem, wo ich vorhin halt angefangen habe. Von dort aus kann man dann, wenn man nicht direkt zu B gehen möchte, halt auch da hoch. Ist dann wiederum, wo ist man denn jetzt hier drin? Ah, oberhalb. Von hier kann man dann Richtung A schießen. Da könnte man sogar wahrscheinlich für A planten und dann als CT, als T hier hingehen, ne? Und da die Bombe decken. Man kann aber auch hier hinten lang gehen und hier wiederum raus und den normalen Weg benutzen, beziehungsweise hier durchgehen. Ich brauche alle Hühner. Und dann ist man hier oben. Ein Stück oberhalb eben von A. Soweit zu diesem neuen CSGO-Update. Ich war selbst voll überrascht, als ich es jetzt vorhin gesehen habe. Kommt in den Livestream, heute Abend 22 Uhr. Vergesst ihr nicht, schreibt's euch auf. Da spielen wir dann CSGO, Matchmaking, Matchmaking, papapapam. Wir spielen bestimmt auch TTT, also Garry's Mod, Trouble in Terrorist Town, Scum und so weiter. Also, kommt rein. Vielen Dank für eure Aktivität. Vielen Dank für die Daumen. Ich setze Aktivität immer mit Kommentaren gleich, aber eigentlich ist ja das reine Schauen schon eine Aktivität. Also auch vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Heute, morgen und übermorgen werde ich die ganzen anstehenden Kommentare beantworten, die ich jetzt über die letzten 3-4 Tage nicht machen konnte, weil ich exzessives Lernen verfolgt habe. Haut ordentlich rein. Liebe geht raus an alle. Ciao, ciao.